Das heißt, da, wo wir unser Leben verlieren, wo wir sterben, gewinnen wir etwas. Mhm. Moderner Götzendienst in unserer Generation ist, wenn etwas eine höhere Position hat als Jesus. Ja. Bei mir ist das halt so eine radikale Wende. Mhm. Für mich war das dann so alles oder nichts. Eine Sache, die wir bei Equippers sagen, ist, wir sind ein Haufen Freunde, die sich gegenseitig anfeuern wollen, weiter mit Jesus zu gehen. Und ich habe heute die Ehre, ein kurzes Gespräch führen zu dürfen mit einem Gast. Und das ist Mr. Hanok Worku. Und er ist ein Vorbild dafür, finde ich, für eine ganze Generation all in zu gehen für Jesus und voranzugehen mit Jesus. Er ist Jugendpastor im Gospel Forum. Yes. Und Speaker, viel unterwegs, ist auch Buchautor. Und es ist mega geil. Hanok, dass du heute hier bist und wir ein bisschen miteinander quatschen können. Schön, dass du da bist. Ey, ich freue mich, hier zu sein. Richtig, richtig cool. Cooles Ambiente, Vibe. Ich feiere das hier richtig, Mann. Mega, mega. Ist eine Ehre. Du bist im Rahmen von der Live-Worship-Tour heute da, wirst da auch sprechen. Und genau. Wir freuen uns auch später von dir zu hören, was du zu sagen hast. Und wir wollen ein bisschen quatschen einfach über das Thema, warum es sich lohnt, für Jesus zu leben. So, das ist auch so oder so ähnlich. Warum es sich lohnt, ganz für Jesus zu leben, ist auch der Untertitel von deinem Buch, das Jung sterben heißt. Und darüber wollen wir gleich später noch ausführlich ein bisschen quatschen, um einfach die nächste Generation, auch Leute in unserer Church, heiß zu machen, all in zu gehen für Jesus. Und ich habe mir gedacht, vorher wäre es ganz cool, dich einfach ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen zu hören, wer du bist, warum du jetzt heute machst, was du machst. Und ich würde einfach mal loslegen mit so, vielleicht kann man sagen, der Wendepunkt-Story in deinem Leben, wo du, sag ich, vielleicht Gott erstmal so richtig in dein Leben gelassen hast. Da schreibst du in deinem Buch von. Yes. Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube 11. November. 17. 17. November 2011. Die 11 war hinten. Das stimmt. Die 11 war hinten, mega. Hast du gut gemerkt? Ja, weil ich wusste 10 Jahre. Krass. Ich feiere bald mein 10-Jähriges gefühlt. Also 17. November 2011, das war so der Wendepunkt in meinem Leben. Ich bin christlich aufgewachsen, bin in die Church gegangen. Ich sage immer, ich hatte die Gabe gehabt zum Schlafen in der Church. man hat immer gute Naps in der Kirche. Und ich erinnere mich an diesen 17. November, ich hatte eine Speiseröhrenentzündung, war 3 Wochen zu Hause, musste richtig viel an Medikamente nehmen, weil meine Magensäure ist in die Speiseröhre immer hochgekommen und es war richtig ätzend und war wie Feuer, was du in deiner Speiseröhre gefühlt hast, war halt sehr schmerzhaft. Und dann an diesem Abend habe ich zu Gott gesagt, Gott, wenn du real bist, dann mach Wunder in meinem Leben. So, ne? Ich kann nicht mehr, ich habe auch keinen Bock zu sterben, ich hatte Angst zu sterben an dem Abend. Und an diesem Abend, das war so krass, ich habe da richtig Gottes Gegenwart gespürt, in meinem Zimmer. Wow. Nicht auf einer Conference, nicht in der Church, in meinem Zimmer so. Und das prägt mich auch noch heute, dass Gott uns genau da begegnet, wo wir sind. Yes. Ich war in meinem Zimmer, war nicht perfekt oder irgendwie, ich habe nicht mal Gott gesucht, aber er kam. Und ich war so überwältigt davon, aber ich habe noch nicht meine Heilung empfangen von der Speiseröhrenentzündung. Mhm. Ich habe an dem Abend gesagt, Gott, wenn du mich heilst, dann verspreche ich dir, gebe ich dir mein Leben. Wow. Ich so, Gott, wenn du mich heilst, ich gebe dir mein Leben, alles, ich werde dir dienen. Yes. Und an diesem Abend hat Gott zum ersten Mal zu mir gesprochen und Leute sagen, wie war das, wie hat Gott gesprochen? Und ich kann dir nicht sagen, dass es akustisch war oder eine leise Stimme, es war einfach anders. Yeah. Gottes Stimme war einfach not from this world, es war aber so klar, viel klarer, als wenn ich jetzt zu dir rede. Yeah. Und dann hat Gott zu mir in dieser Nacht gesagt, Hanok, ich habe einen Plan für dein Leben, ich will dich zu einer Stimme in deiner Generation machen. Wow. Am nächsten Tag stehe ich auf, ohne Schmerzen, komplett geheilt, ich gehe auf die Knie und sage, Jesus, hier ist mein Leben, hier sind meine Hände, hier sind meine Füße. Ich will nicht mehr leben, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst. Ja. Und so ist auch das Buch entstanden. Das war mein Wendepunkt. Und so geht es auch in dem Buch Jung sterben direkt los. Ich bin am 17. November jung gestorben. Ja. Und seitdem darf ich für Jesus leben. Mega, Hammer. Ey, ich finde es genius, wenn du davon erzählst. So, man sieht so das Leuchten in deinen Augen. Man sieht so, so ein echter Moment mit Jesus, der alles verändert. So stark zu hören. Und heute, wie gesagt, so fast 10 Jahre später, 10 Jahre ist verrückt. Bist du unterwegs, bist am Dienen, bist am Predigen, bist Buchautor, abgefahren in deinem Alter. Was ist in den 10 Jahren? Ich meine, ist eine große Frage, was ist in 10 Jahren passiert? reden wir jetzt hier Stunden. Ich habe meine Frau kennengelernt. Das war das Wichtigste. Ja, aber ich meine, quasi von der Berufung zu hören, du bist eine Stimme für deine Generation, hin das auszuleben. Was waren so Schritte, die du gegangen bist in den letzten 10 Jahren? Das ist verrückt. Ich weiß doch genau, das war dann der 18. November, wo ich war in meinem Zimmer und ich dachte so, krass, wie fange ich an, wie geht es weiter? Irgendwie Gott hat zu mir gesprochen, aber
dieses Erlebnis war so real und ich habe dann einfach angefangen, die Bibel zu lesen, einfach angefangen, Kontakt mit Gott zu haben. Ja, und ich glaube immer, es sind so ganz kleine Türen, die sich geöffnet haben. Und jetzt schaue ich 10 Jahre und denke mir so, wow, was Gott gemacht hat. Ja. Aber am Ende waren das die täglichen Entscheidungen, Gott nachzufolgen, ihm treu zu sein. Dann damals in meiner Jugend zu sagen, hey, I'm available. Ich glaube auch, dass ich sprechen kann. Ja, ich weiß, dass ich erstmal gepredigt habe. Alle haben mich ausgelacht und so. Und da habe ich gemerkt, krass, da ist eine Gabe, da ist eine Berufung. Und Gott befähigt diejenigen, die er beruft. Ja. Und ich bin dann einfach reingegangen. Und dann war ich so jemand, bei mir ist es halt so eine radikale Wende. Mhm. Für mich war das dann so alles oder nichts. Ja. Ja. Mir ist egal, was ich werde, ich will Gott dienen. Ich gebe dir mein ganzes Leben, ich sterbe jung. Und so hat es halt langsam angefangen. Das war ein Prozess. Also ich glaube nicht an so Geschichten, so Overnight Success oder von über Nacht irgendwie jemand wird geboren als eine Stimme oder ein Prediger. Ich glaube, es sind die täglichen Entscheidungen, tägliche Beziehungen mit Jesus, die dazu führen. Hammer. Also es gibt diesen großen Startpunkt, aber dann jeden Tag weiterzuleben für Jesus, jeden Tag Jesus hinzulegen. Yes. Come on, so gut zu hören. Jetzt, Henok, bist du viel unterwegs. Heute bist du in Mainz, was weiß ich, wo du die nächsten Tage bist. Yes. Aber du bist auch viel in der Welt unterwegs, oder? Kannst du ein bisschen sagen, was für Orte du schon besucht hast als Sprecher? Also in Europa habe ich schon einiges durchgeklappert, also Spanien, Griechenland, Italien, so auch schöne Urlaubsorte, aber auch zum Training richtig nice. Aber so richtig verrückte Orte war für mich Jamaica. Ja. Ich war in Jamaica, Kingston, habe dort gepredigt in Trenchtown, da wo Bob Marley aufgewachsen ist. Ja. Und es war einfach Killer, weil es einfach ganz anders so. Das war ganz verrückt, so in so einer, wirklich da. Die Leute, wie die da zu den Gottesdienst gekommen sind, das ist eine ganz andere Kultur. Klar war ich sehr oft in Äthiopien, in Afrika durfte dort dienen, das ist aber so meine Heimat. Aber was so ganz anders für mich war, ich war 2019 in Russland, in Moskau. Und dann so als Blackie in Russia, das ist schon krass. Das ist einfach heftig, aber es ist so genial. Also wenn wir Gott einfach folgen, er nimmt uns an Orte, wo wir uns niemals vorstellen können. Und ich durfte dort ein Segen sein und zu jungen Menschen sprechen. Ja. Aber ich würde sagen, so Russland und Jamaica, ja, also ganz unterschiedliche Länder waren so die coolsten oder verrücktesten Orte, wo ich war. Ja, und auch ganz andere Kulturen. Ne? Auf jeden Fall. Persönliche Frage, mich einfach interessiert, weil ich habe ein Jahr in Brasilien gelebt. Predigten in Brasilien sind ein bisschen länger als in Europa. Yeah. Wird von dir überall so 30 Minuten erwartet? My goodness. In Deutschland manchmal sogar weniger. 20 Minuten. Ja. Da gehst du auf die Bühne und Countdown läuft schon. Also in Äthiopien, da predigst du 2,5 Stunden, 3 Stunden. Ja. Dann ist einfach verrückt. Aber es ist so krass, ich wurde herausgefordert, gerade an diesen Orten, wo ich halt so viel Zeit hatte. Aber es ist so genial, wenn man im Wort Gottes vertieft ist, dann vergeht auch die Zeit. Aber ich bin richtiger Freund und Fan davon. Weil ich glaube, all das, was Gott sagen will, kann man in 15 bis 20 Minuten machen. Ja, so. Ja. Ich glaube, dass oft in der Kürze auch die Würze liegt. Ne, man kann es auch lang machen, das ist auch genial. Aber wirklich, die meisten Predigten sind 5 Minuten. Die wichtigste Sache, die ich in meiner Predigt sage, kann ich eigentlich in 4, 5 Minuten sagen. Ja. Alles andere ist ein bisschen drumherum. Gelaber. Cool. Come on, Henok. Hey, wollen wir ein bisschen quatschen über dein Buch? Yes, und auch darüber so die Frage, hey, wie kann ich ganze Sachen mit Jesus machen? Wie gesagt, hey, du bist deine Geschichte, du als Person, bist einfach eine Motivation, dich zu hören. Yes. Ist eine Motivation zu sagen, hey, lass uns dieses Leben leben für Jesus. Yes. So, und schreibst viel in deinem Buch darüber. Erstmal Jung sterben. Yes. Erstmal spannender Titel. Ganz ehrlich, weil sterben ist eigentlich nichts, was man will, schon gar nicht jung so. Worum geht's? Ich habe für mich herausgefunden, ist ja so ein bisschen auch meine Biografie und aus der entsteht auch so, ist meine Theologie sehr geprägt. Und ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen ganze Sachen mit Jesus machen und sagen, wir wollen für ihn leben, dann beginnt es in dem Moment, wo ich sage, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Ja. Wir kennen das Gebet, Vater unser, nicht mein Wille. Jesus hat das Gebet selber gesprochen und ich glaube, in dem Moment, wir haben einen freien Willen bekommen. Wir dürfen entscheiden. So, ne? Oft denken wir so in christlichen Kreisen, man zwingt so Leute. Du hast eine freie Entscheidung und dein freier Wille ist eins der heftigsten Dinge, die Gott dir gegeben hat. Und mit deinem freien Willen kannst du sagen, Gott, ich gebe dir meinen freien Willen. Und da, wo du deinen freien Willen abgibst, da stirbst du eigentlich. Ja. Für mich, der Mensch stirbt nicht mit dem Tod, sondern der Tod beginnt, wenn du sagst, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Ja. Weil dann sagst du, Gott, was hast du für mich geplant? Yeah. Du stehst in der Früh auf und sagst, okay, Gott, was hast du vor? Wie sieht meine Zukunft aus? Yeah. Ich wollte niemals Pastor werden. Niemals. Aber in dem Moment, wo du sagst, nicht mehr mein Wille, sondern Gott, dein Wille. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Gott wirklich der Designer ist, der die Welt kreiert hat und der Schöpfer ist,
dann glaube ich, dass er den besten Plan hat für unser Leben. Yes. Deswegen finde ich das genial, dass bei jungen Sterben, da ich schreibe auch sehr viel, es geht dann nicht mehr um dich oder das, was du willst. Mhm. Es ist nicht nur irgendwie, Jesus ist der Heiler in deinem Leben oder dein Versorger, sondern er ist dein Herr, Jesus ist dein Boss. Mhm. Und es ist so in unserer Generation, wo junge Leute strugglen so, wir wollen mit Jesus unterwegs sein, aber nicht zu viel. Und Jungsterben will dich herausfordern, all in zu gehen, alles aufzugeben, zu sagen, Jesus, here I am, hier bin ich, Hammer. Nutze mich. Und ich glaube, das ist, wo wir ganze Sachen mit Jesus gehen, wo wir einfach alles aufgeben, alles niederlegen, eigentlich sterben, bildlich gesprochen, und für Christus leben. Ja, Hammer. Und bestimmt würdest du sagen, auch wenn das wie ein Tod ist, oder wenn es ein Tod ist, trotzdem lohnt es sich? Extrem. Ja. Es ist, und ich sag mal so, Sterben hört sich dann immer auch so richtig heavy an. Ich habe natürlich auch bewusst diesen Titel gewählt, damit einige Leute sagen, ah, Jung sterben, ob das die ganzen Kritiker das lesen. So, ne? Aber gerade bei, wenn man tot ist, jetzt nicht etwas Schönes, aber Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Mhm. Der nehme das Kreuz auf sich. Ja. Ne? Wer das Leben gewinnen will, der soll das sein Leben meinetwillen verlieren. Ja. Das heißt, da, wo wir unser Leben verlieren, wo wir sterben, gewinnen wir etwas. Mhm. Das Kreuz ist kein schönes Symbol. Es ist halt Jesus, der ein schreckliches Symbol zu eins der heftigsten Symbole macht. Ja. Weil das Kreuz, siehst du heute im Friedhof, repräsentiert den Tod, aber Jesus hat aus dem Tod Leben gemacht. Come on. Deswegen im christlichen Glauben ist der Tod eigentlich nicht etwas Negatives oder Schlimmes. Er ist nur die Brücke zu einem besseren Ort. Ja. Das heißt, wir sterben, um zu leben. Ja. Ja. Und deswegen fand ich das so genial, krass, wir müssen jung sterben. Ja. Jung unser Leben aufgeben. Eigentlich genau wie bei der Taufe. Ne? Wir sterben mit Christus, wenn wir im Wasser sind, wir stehen auf und werden lebendig auferweckt. Ja. Ja. So. So ist es. So ist es. Come on. Yeah. Yes. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Come on. So ist es. Hammer. Cool. Jetzt hast du gesagt, auch so ein bisschen, manche Menschen haben ein bisschen Probleme zu sagen, so wirklich alles für Jesus geben. Okay, Jesus ist mein Heiler, Jesus ist mein, ne, wenn ich ihn brauche, rufe ich ihn an, ist mein Freund so. Aber das Level zu gehen, Jesus ist mein Herr, ist schon nochmal, sag ich, ein weiterer Step. Extrem. So, würdest du sagen, das ist ein Schritt oder was sind Schritte, wenn ich sage, ich hätte gerne mehr Leidenschaft für Jesus, ich wäre gerne wie Henoch on fire, jeden Tag, so, was kann ich dafür tun? Also das hört sich jetzt nicht so sexy an, aber ich glaube, das fängt mit Aufopferung und Hingabe an. Ja. Weil Gott hat uns so sehr geliebt, ne? Lesen wir in der Bibel, also so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und weil Gott seinen Sohn uns hingegeben hat, glaube ich, ist die automatische Antwort bei so einer radikalen Tat auch Hingabe. Gott, ich gebe dich mich komplett hin. Ja. Und so gerade in unserer westlichen Kultur, so, wir lieben es, dass Gott mit uns unterwegs ist, dass er unser Business segnet, unsere Familie. Mhm. Wenn es uns nicht gut geht, rufen wir nach Gott. Und ich finde das auch voll okay und gut. Und mein Weg muss nicht für jeden einzeln sein. Aber ich glaube, wir können ein Stückchen weitergehen. Und es ist für diejenigen, die sagen, ich bin nicht zufrieden mit der jetzigen Situation. Ich will mehr von Gott. Wie kriege ich mehr von ihm? Mhm. Indem ich alles andere, so das Volume in meinem Leben runtermache und Jesus an erster Stelle. Moderner Götzendienst in unserer Generation ist, wenn etwas eine höhere Position hat als Jesus. Ja. Und das ist schon radikal. Das ist jetzt nicht die geilste Botschaft, so yay, sondern, aber, und das habe ich persönlich erlebt gehabt, wo ich gesagt habe, es geht jetzt nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Du bist an erster Stelle. Und am Anfang war das voll schwierig, weil ich hatte einen Freundeskreis gehabt und Freunde, die mir nicht gut getan haben. Und es hieß für mich in dem Moment, ich muss raus aus diesem Freundeskreis. Jetzt darf ich wieder in diesem Freundeskreis sein und Einfluss nehmen. Es gab aber einen Moment, es ist heftig. Und das war für mich, wo ich Dinge aufgeopfert habe. Ich habe Dinge aufgegeben, wo ich dachte, ich will dir dienen. Mhm. Ne, ich glaube auch so, wenn du in einem Church-Kontext, wo du in der Church mit Dienst, mit am Start bist, ne, im Kids-Service oder Youth oder egal wo, und da sagst, Gott, ich diene dir, aber nicht irgendwie, weil wir durch unsere Werke gerecht werden wollen. Wir können gar nichts verdienen oder tun für das, was Jesus für uns getan hat. Aber ich glaube so, die automatische Antwort von der Tat Jesu am Kreuz ist, dass wir selber ans Kreuz gehen. Ja, yeah, yeah. So, dass wir selber sagen, ich gebe mein Leben her. Aber nicht aus so einer religiösen Sicht, ich muss etwas tun, damit ich Gott gefalle. Das Einzige, was wir an unserer Errettung mitgebracht haben, waren unsere Sünden. Ja. Allein aus Gnade durch Glauben. So, ne? Das ist nicht unsere Werke. Und darum geht es auch gar nicht. Aber ich glaube, Gott liebt es, wenn Leute hingegeben sind. Und da, wo wir Sachen aufopfern, hingeben, boah, da wird was freigesetzt. Yes. Ist ein Secret. Ich habe eine Challenge im Buch, wo ich sage, hey, eine Woche, cut eine Sache in deinem Leben für eine Woche, wo du sagst, das nimmt mir sehr viel Aufmerksamkeit. Ich werde heute Abend drüber reden. Das, was sehr viel Aufmerksamkeit von uns nimmt,
ist das, was uns einnimmt. Das, was uns einnimmt, ist das, was wir anbeten. Und das, was wir anbeten, ist automatischerweise unser Gott. Ja. Und deswegen ist für viele unser Gott nicht Gott, der Gott Abraham, Jakob und Isaac, sondern es ist einfach Netflix, Instagram, ist die Welt. Mhm. Deswegen glaube ich, ist so wichtig, diese Message, jung sterben, also das ist so meine Leidenschaft. Ja. Und ich sage immer, ich spür das. Dieses Buch ist nicht für alle. Ja. Ist nicht für jeden so, ne? Und es ist auch nicht, ich sage auch nicht, dass es irgendwie ein Ersatz ist. So, ich sage immer, bevor ihr mein Buch liest, liest das Wort Gottes, da ist so viel mehr. Mhm. Aber das ist so eine Sache aus dem Wort Gottes genommen, fokussiert so dieses jung sterben, gerade für Leiter. Ja. Die sagen auch, ich will im Ministry sein und ich will ganz mit Jesus sein. It's for you. Hammer, mega. Also unbedingt eine Sache, über die ich sprechen muss mit der Leadership Academy. Yes. Das ist unsere Jüngerschaftsschule. Come on. So, also für Leiter ist sich selbst aufgeben, sein Leben in den Dienst stellen von Jesus ist so key. Yes. Hammer. Yes. Ich erinnere mich auch, du sprichst auch in deinem Buch davon, du hast dich jetzt trotzdem nicht immer so gefühlt, als wärst du dem gewachsen, was manchmal vor dir steht. Einmal sprichst du, ich weiß nicht, ob es in Afrika ist, wo du glaube ich, eine Situation hast, wo du gesagt hast, ich kann das überhaupt nicht. So, was würdest du sagen, wenn Leute am Struggeln sind, sei es mit Unsicherheit, mit Zweifeln, mit negativen Gedanken, Depressionen, junge Menschen, was können wir machen, um trotzdem die Berufung zu leben, die Jesus für uns hat, wenn uns solche Mauern im Weg stehen? Sehr gute und wichtige Frage. Ich sag ehrlich, ich höre mich ein bisschen verschnupft an. So. Wir sind gestern mal mit Mannheim, wir sind gerade auf Tour und ich war die Woche, ich lag flach, ich hatte gar keinen Bock. Ich war so, Gott, ich habe keine Kraft. So, ich bin am Ende. Und es ist irgendwie immer so, dass wir an diesem Ende kommen. Aber genau da, wo unser Ende ist, da sterben wir ja auch jung. Ja. Und ich habe das lernen dürfen, ich erzähle in der Geschichte von Äthiopien, wo ich vor 1000 Menschen stehe und predigen soll und ich wusste nicht davon. Die haben gesagt, so, ja, du sprichst auf einer Veranstaltung und dann warten über 6000 Menschen und ich denke mir so, wow. Und ich erinnere mich, ich so, Gott, ich bin nicht begabt, ich habe nicht, was es braucht, ich bin 20 Jahre, ich habe nicht die Skills, ich habe nicht die Bibelkenntnis. Ja. Und ich erinnere mich an diesem Abend, ich stand dort und ich so, Gott, ich kann nicht. Und da ist Gott einfach gekommen und es ist so krass. Ich habe einen Satz gesagt bei dem Abend und Gottes Gegenwart war so stark da und für mich war so, wow, Gott ist mit mir. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 1, 27, 28, dass Gott das Schwache erwählt. Mhm. Er erwählt das, was in der Welt unedel aussieht, um das, was edel aussieht, zu Schande zu machen. Er wählt das Schwache. Und in unserer Schwachheit ist Gott stark und ist so genial, auch wenn du struggles, vielleicht schaust du das und du struggles mit Depressionen, mit Dingen. Fang an, real mit Gott zu sein, authentisch. Oft versuchen, haben wir schon Masken an. Ne? Wir tragen nicht nur Masken wegen Corona, schon vorher. Ja. Lass uns real zu Gott sein. Ich glaube, da, wo wir authentisch zu ihm sind, dann begegnet er uns genau da, wo wir sind. Und vertrau mir, der beste Ort, wo wir manchmal sein können, ist auf unsere Knien, wo wir keine Kraft mehr haben. Weil dann merken wir, dass eine Kraft in uns noch viel stärker wird. Da will ich auch alle jungen Leute ermutigen. Weil, ich sage euch ehrlich, ich habe die letzten Wochen auch gestruggelt und ich struggle immer noch. So, ich bin immer noch im Prozess. Ich bin auch nicht da, wo ich sage, boah, ich habe es jetzt geschafft. Und das christliche Leben ist kein Ponyhof. Ja. Wir haben Stürme und Jesus verspricht uns nicht, dass die Stürme weggehen, sondern dass er mit uns im Sturm ist. Mhm. Und in diesem Sturm können wir sagen, Gott, ich gebe mein Ego ab, mein Leben lege ich dir komplett hin. Will ich uns alle ermutigen, so ey, einfach dran zu bleiben, nicht aufzugeben, mit Gott eine Beziehung zu pflegen, täglich so, ne? Und es geht auch nicht irgendwie, oh, ich habe ein Buch geschrieben und es ist voll nice, ich darf unterwegs sein, sondern es geht um das Tägliche, diese Beziehung mit Jesus. So, das, mein wahrer Dienst passiert nicht hier während der Aufnahme, ist, sondern auch nicht heute Abend, das ist gar nicht mein Dienst. Mein Dienst ist, wenn ich alleine in meinem Zimmer bin und einfach mit Gott Zeit verbringe und diese Intimität hat, weil aus dieser Intimität entsteht Identität und da entsteht so eine Power, was uns für den Dienst freisetzt. Voll stark. Yes. Hanok, Hammer. Yes, richtig, richtig starke Worte, powerful Worte, die, glaube ich, viele Menschen segnen werden. Oh, so, für mehr Insights, für mehr Ermutigung kann man sich dein Buch bestimmt bestellen online. Yeah. SCM, Amazon, get it everywhere. Perfekt. Yes. Sehr, sehr cool. Hey, Hanok. Vielen Dank für deine Zeit, für das kurze Interview. Ich glaube, es ist zum Segen für Menschen, die das hören, die eine Ermutigung brauchen, in ihrem Leben mit Jesus durchzustarten, einen nächsten Schritt zu gehen oder einfach weiterzugehen, wie du sagst, jeden Tag zu leben. So, und damit würde ich gerne einfach dich ermutigen, der du das Video siehst, zu sagen so, hey, come on, ich will all in gehen für Jesus. Ich will mein Leben geben für ihn, ich will jung sterben, so, weil wir glauben, es ist das beste Leben, was Gott für dich hat. Und hab einen Hammer Tag und wir freuen uns total, dass du zugeschaut hast.